Was geht, erster Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal zurück. Zusammen im Woodland Park Lese spielen wir wieder mal eine Runde Team Deathmatch gegen die Heirs of Brotherhood. In meinem Team sind Kabuk, Heirs of Lenny, Blackhawk und Henry. Ja, leider ist Leroy nicht am Start, der macht Urlaub. Viel Spaß! Hauptmaus ist noch frei! Hauptmaus ist noch frei! Geht nach vorne! Hör auf, meine Kids zu klauen! Du bist zu langsam, lern zielen! Das ist doch nur SIG! Das ist HPR! Haha! Danke, du Arsch! Der geht auf sein Konto, Matze, ey! Der lenkt einen immer ab. Immer lenkt er einen ab und dann passiert sowas. Wollen wir zum Bauwagen hin? Bauwagen. Oder wollen wir geradeaus zum Pumpenhaus? Hinter dem Bauwagen ungefähr, da müssten welche sein. Okay. Ja. Wie viel? Was ist in der Bauwagen? Ist keiner? Komm, egal. Okay. Ungefähr da bei der Pylone. Pylone. Da rennt einer. Noch ein Häuschen. Hab ihn. Da rennt noch einer. In der Hütte sind zwei. Ja. Können wir weiter. Die Jungs müssen weiter pushen zum Puppenhaus. Einer raus, der eine vom Haus ist raus. Ja. Matze, was siehst du? Nicht viel, die hängen schon wieder im Spawn hinten. Ja, dann haben wir das denn schon. Push abgewehrt! Da kommt noch einer! Deckung! Hier sehen wir auf jeden Fall noch einmal, wie wichtig positioniertes Spielen ist. Ne? Jeder muss seine Position halten und dadurch kann man extremst guten Druck auf den Gegner ausbauen. Zu meinem Vorteil ist, dass ich die Map perfekt kenne. Ich kenne den Woodland Park Lese wie meine Westentasche. Ich habe hier das Spielen gelernt. Daher kenne ich auch jedes Schlupfloch. Ich weiß, wie die Gegner laufen. Und wie sie sich halt oder wie die Möglichkeiten sind, wenn ich sie festfahre. Dann halt, gut, dann ist das die bessere Aktion, okay. Ah, fuck. Push! Ja, obwohl ich eine sehr gute Position gehabt habe, entschied ich mich trotzdem, die Position zu verändern, weil viele meiner Gegner wissen jetzt im Endeffekt, wo ich bin. Das solltet ihr auf jeden Fall auch mal machen, wenn ihr jetzt viele Abschüsse gemacht habt. Die Leute merken sich immer, während sie auf dem Spawn oder auf dem Weg zum Spawn sind, woher das kam. Sie gucken sich meistens um, woher kam der Schuss, und meistens geht ihr nächster Angriff, wenn sie zurückkommen, in diese Richtung. Damit das nicht passiert, wechselt mal ab und zu die Position.
Ja, ich entschied mich jetzt weiter Richtung Pumpenhaus durchzupuschen, beziehungsweise vorzukämpfen, damit ich noch bessere Positionen herhole. Ich wollte auf jeden Fall nicht weiter voran, weil ihr habt ja schon gehört, dass die Leute nicht aus dem Spawn mehr rauskommen. Ja, mein okay. guter Freund Kabuk am Start. Also, ne? Seine Videos kennt ihr bestimmt auch. Checkt mal seinen Kanal ab. Airsoft Kabuk. Lenny, wie sieht's aus? Kai, wie sieht's aus da oben? Ich bin rechts mit dir. Okay, schließen wir uns den Jungs an? Ja. Okay. Ich würde mal sagen, wir rotieren durch die Mitte, weil wir haben dann genau die von der Seite, aber dann können wir die, drücken wir die nämlich direkt wieder zurück. Ja, es wurde gerade gesagt, da beim Bauwagen ist was. Seh dich bei dem Bauwagen hier vorne, Kai. Da sind unsere Leute hinter. Ich weiß nicht, gibt es hier noch einen Bauwagen? Nee. Nee, aber da ist doch nichts. Ja, mir egal, wir können da auch mitgehen. Ja, wir können Hilfe brauchen. Ja. Oder da. Dann gehen wir dahin, komm. Jetzt nutzen wir die Seitendeckung. Du hast Hilfe gerufen. Du rufst nach Hilfe. Bitte? Du rufst nach Hilfe. Ich kriege mich hier mit einem. Wo? Einer ganz hinten rechts in der Hütte. Hinten rechts Hütte, ja. Und einer an der zweiten Hütte, so leicht links. Ich sehe ihn, ja. Okay, alles klar, ja. Wir sehen, die steht nicht drin, sondern daneben. Der sitzt hinten an dem Gebäude dran. Boah, knapp, Alter. Boah, war das knapp. Hier. Alter Schwede. Rechte Seite. Forge? Ist eine Forge? SIG. SIG, hört sich aber an wie eine HBR. Hab ihn. Okay. Junge, 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 das war knapp. An mein Gesicht vorbei. Ja. Ja, guck, pass auf, da schießt den, die schießen hier rüber. Muss schon aufpassen. Ja, einer pusht groß. So, jetzt kriegt ihr aufs Maul. Man kann hier echt gut sehen, wie die Kugeln an mir vorbeifliegen, ne? Also es ist wirklich so richtig so manchmal so ein Windzischen, was man echt an seinem Ohr vorbeiziehen hört, ne? Das ist echt krass. Guckt euch das mal im Video gleich nochmal an. Hügel pusht, einer! Rechts! Zwei Leute jetzt! Komm ich nicht hin. Wenn du den Baum rücken, dann kann ich nicht noch. Durch den Baum, durch den Wetter erlegen.
Den Helm zu verbessern. Kabuk, siehst du was von der Seite? Kabuk, siehst du was von der Seite? Haben wir irgendjemand mit HCA mit hoher Reichweite? Oh, sorry! Habe ich dich zweimal getroffen? Tut mir leid. Ja, das war's mit dem Video. Die erste Runde. Wir haben natürlich noch eine folgende Runde, die die nächsten Tage kommt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Video. Wir bedanken uns bei den Sponsoren und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal, Freunde.